Hab vergessen zu sneaken. Gib doch ab! Hey Freunde Süddeutschland und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deathloop. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was überfahren, dass sie hier die Tage resetten. Wir haben unseren Namen wieder herausgefunden, können jetzt nach Abdam, müssen dort irgendetwas machen. Wir wissen immer noch nicht, was wir hier eigentlich tun müssen. Und ja, wir gehen jetzt Abdam erkunden. Wir haben uns in der letzten Folge auch ein bisschen ausgerüstet und ein bisschen und uns ein bisschen umgesehen. Aber schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ich bin gespannt. Aber das Spiel macht auf jeden Fall extremst viel Bock und ich bin wirklich gespannt drauf. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square. Ich hab gesagt, du sollst was anderes machen, Code. Und du gehst nach Abdam? Woher weißt du, wo ich bin? Hast du Kameras oder? Der Funkturm empfängt deine Position. Und tu nicht immer so überrascht, als ob ich nicht genau wüsste, wohin du gehst. Nicht mal ich weiß, wohin ich gehe. Dorsey Square ist die Straße runter an der Klippe. Mal sehen. Erster Stock. Willst du etwa zum Kaffeekränzchen kommen? Du willst mir nur wieder deinen Zapfhahn zeigen. Ein anderer Cold. Ich bin fertig mit dir. Übrigens erkennt jeder deine blöde Jacke wieder. Ich mag die Jacke. Ich auch. Fürstadt, Abdam, hier ist alles über diese Tunnel verbunden. Sehr gut. Wir müssen hier lang, glaube ich. Der Tod ist hier gestorben. Okay. Mein einziger Vorteil. Pass auf dich auf. Spiel auf deine Weise. Es gibt viele verschiedene Arten, mit Gegnern und Hindernissen auf Black Reef fertig zu werden. Kämpfen, umgehen, schleichen oder listiges Vorgehen. Warte versteckt auf das Ende eines Gesprächs, um deine Gegner zu isolieren und möglicherweise neue Informationen zu erhalten. Stelle Fallen, locke deine Gegner mit Geräuschen an. Du kannst natürlich auch wild drauf losballen, solltest in dem Fall aber auf mögliche Verstärkung vorbereitet sein. Okay, wir müssen hier lang, hat's geheißen. Nutze Black Reef für dich. Ihr Müll, dein Köder. Flaschen sind tragbare Krachmacher. Drücke F, um eine aufzuheben. Ah, gut. Der könnte aufräumen, Einbrechern ins Gesicht schießen. Naja, also angeblich kann er Rollläden hochziehen und Türen verriegeln. Und noch eine ganze Menge mehr. Rollläden hochziehen? Klingt wie meine Tante. Schmeißt er mich auch morgens aus dem Bett und will, dass ich den Klodeckel runtermache? Na, eine tolle Zukunft. Was macht deine Tante? Ach, leck mich doch. Bewohner von Blackbeef, ich bin der letzte Dorsey. Ich möchte euch persönlich... Ups. Gleich manchmal ist es einfacher, einem Kampf aus dem Weg zu gehen, als ihn zu führen. Drücke Control für dich, leise und unauffällig über Black Reef zu bewegen. Drücke Q und E, um zu lehnen und um Ecken zu sperren. Eternalisten bemerken dich eher erheblich seltener, wenn du dich über ihre Sichtlinie befindest. Also sieh dich nach Möglichkeiten um, in eine erhöhte Position zu kommen. Laute Geräusche wie Schüsse oder beim Rennen können dich Aufmerksamkeit von entfernten Eternalisten erregen. Die Aufmerksamkeit eines Eternalisten wird durch ein Symbol über dessen Kopf angezeigt, das sich von Aufmerksamkeit über misstrauisch bis alarmiert füllt. Eternalisten können andere in der Umgebung auf deine Gegenwart hinweisen und manche von ihnen rufen sogar Verstärkung. Eine lange Aufmerksamkeitsspanne gehört allerdings nicht zu dem Aufforderungsprofil von Aeon. Wenn du Gegner alarmierst, dann versuche zu fliehen und dich zu verstecken. Bleibst du eine Weile unbemerkt, verlieren die Eternalisten ihr Interesse und wenden sich etwas anderem zu. Hat nicht ganz geklappt, wie ich das wollte. Konntest du kurz, Steve? Geh weg. Waffen wechseln. Nutze 2, 3 und 4, um Schusswaffen auszurüsten. Mit
Mausrad nach unten. Kannst du schnell zwischen deinen Hauptwaffen umschalten. Halte 5 gedrückt, um das Ausrüstungsrad der Haupthand zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe aus und lass dann 5 um sie aus. 5 los, um sie auszuziehen. Ups. Beidhändig. Cole kann Waffen in beiden Händen benutzen. Dadurch erhöht sich zwar deine Feuerkraft, allerdings kannst du nicht mehr durch das Visier zielen. Wenn du eine Einhandschusswaffe oder die Machete in der rechten Hand hältst, drücke 5, um eine Einhandschusswaffe in der linken Hand auszurüsten. Drücke erneut 5, um zwischen den verfügbaren Nebenhandwaffen durchzuschalten. Was? Noch checken, wie ich das andere Rad aufmache. Ja, das ist die Hand, die will ich nicht. Ich muss auch noch checken, wie ich die andere Hand, dieses Rad in der anderen Hand öffne. Jede Menge los da oben, könnte schnell in die Hose gehen. Vorne ist eine Kamera, so wie es aussieht. Kurz darüber. Check das mal bitte. Das will ich mal nicht draufstehen, ich vertraue dem nicht. Flüstern zwischen wir und an uns. Googeln gratis. Ich mach dich kaputt! Hab vergessen zu sneaken. Gib doch ab! Der andere hat sich gesprengt. Wo sind wir hier? Da. Okay, der so hupt, ist ein Selbstmordattentäter. Okay. Gut zu wissen. Was ist das? Eine Leiche ist das. Wechsel mal zwischen der, das ist so wie eine Art eine Sniper, so wie es aussieht. Oh, Mist, vielleicht gibt's einen anderen Weg rein. Dorsey Square. Eternalisten voraus. Muss, glaube ich, da hoch. Hier soll ich drin. Also wohnen. Bin ich so verklemmt? Du wurdest mal geliebt. Denk immer daran. Nochmal ein Siegel. Persönliches Siegel nochmal. Badezimmer.
Nice. Die lassen sich gerne selbst. Das ist ein Safe. Noch so ein Scheißcode. Schade. Nagelpistole. Oder was ist das? Wie nützlich. Damit mache ich Nägel mit Köpfen ohne lautes Gehämmer. Haha, ja. Okay, nice. Waffenqualität. Gegenstände haben unterschiedliche Qualität. Ausrüstung von höherer Qualität ist immer besser als solche von niedriger Qualität. Halt die Augen offen. Neue Nachrichten. Wow, hübsch. Handgeschriebene Notiz. Gib niemals auf, Layla. Gib niemals auf. Niemals. Benutzersitzung, wo Cold One suspendiert. Vorläufige Gruppenkanal morgen. Vorläufige Gruppenkanal. Oberarchivarin. Guten Morgen, Leute. Cold hat beschlossen, den Loop zu brechen. Frankie Schatz. Warum sollte er das sowas Irrsinniges machen? Evans Gesetz, eine unbeabsichtigte Auswirkung der Anomalie auf seine kognitiven Fähigkeiten? Oberarchivarin, das Warum ist egal. Er ist eine Gefahr für uns alle, also geht intelligent vor oder versucht es wenigstens. Alexis. Alpha Wolf 96. Fick dich, Juliana. Wer hat dich eigentlich zur Sicherheitschefin gemacht? Admin Charlie. Haha, hör doch, Alexis. Alpha Wolf 96. Wo ist die andere Hälfte von deinem Gehirn, du Arschkrampe? Alpha Wolf 96. Ich hab schon Pläne dafür. Harriet, Ruhe jetzt, die Erwachsenen unterhalten sich. Oberarchivaren, schützt euch einfach. Was auch immer passiert, wir müssen überleben. Evans Gesetz, sollten wir nicht aktiv Jagd auf ihn machen, ihn fangen, ihn studieren? Frankie, Schatz, jetzt hör doch auf. Das ist perfekt nochmal Cold. Harriet, das LEP bleibt unsere Rettung. Pia Farbulus, Cold sieht diese Worte. Pia Farbulus, die vor erleuchtetem Schwarzstrahlen. Nicht mehr lange. Benutzer Cold wurde aus Cold einfach Cold wurde aus dem vorübergehenden Gruppenkanal entfernt. Mann, mit denen stimmt was nicht. Private Nachrichten, Cold Juliana. Noch wach? Hör mir gerade was an, bin nervös wegen Mitternacht. Das wird schon, ich habe das schon mal gemacht, schon vergessen. Obwohl ich war unser knallharter Captain. Ich bin gerade aus dem Komplex zurück. Aha, legst du deinen ganzen Weg dahin durch deine Tunnel zurück? Du weißt aber schon, dass es sowas wie Autos gibt, oder? Hab mir das Kontrollzentrum angesehen. Ziemlich cool, oder? Du hast mir die begrenzten Mitteln gute Arbeit geleistet. Bin beeindruckt. Ist das ein Kompliment? Ein echtes, aufrichtiges Kompliment von dir? Ich mache Leuten ständig Komplimente. Praktisch jeden Tag. Schon erstaunlich, dass der ganze Loop trotz all dieser Infrastruktur von diesem einen Kontrollraum aus betrieben wurde. Zu viel Macht in zu wenigen Händen, eigentlich nur in den Händen einer einzigen Person. Wie meinst du das? Egal, Aeon macht es schon richtig. Wir alle werden finden, wonach wir suchen. Gute Nacht, Juliana. Gute Nacht, Cold. Nutzer gesperrt. Ich mache ständig Komplimente. Du hast einen tollen Preis gewonnen. Triff heiße Singles in jedem Loop. Der Loop wird von einem Kontrollraum ausgesteuert? Das ist zu einfach. Sind jetzt gerade... viel zu einfach. ...dazu gekommen. Ich klick die mal nicht an. Das sind Fake-Nachrichten. Du bist in Abdam fertig fürs Erste. Dein nächster Halt, der Komplex. Du hast Abdam weiter erkunden... Du kannst Abdam weiter erkunden oder dich zum Ausgang begeben. Da du später noch reichlich Gelegenheit haben wirst, nach Abdam zurückzukehren, musst du nicht unbedingt jetzt schon wieder Winkel erkunden. Wenn du stirbst, bevor du diesen Distrikt verlässt, startest der Loop neu und Cold verliert all nach dem Betreten von Abdam gesammelte Waffen und Siegel. Da Cold hier allerdings erfahren hat,
was er zu wissen musste, geht es direkt wieder zu deinem nächsten Ziel, dem Komplex. Okay. Nagelpistole, die ist, glaube ich, noch recht nice. Und schauen wir mal. Hier lang. Genau, von da kamen wir her. Schauen wir mal, wir müssen hier wieder lang. Keiner liest mehr, steht da drüben. Ist kein sicherer Ort. Okay, dann schleichen wir uns hier weiter. Hier sind die anderen zwei gewesen. Kannst insgesamt drei Waffen mitnehmen, okay. Nagelpistole ist meine Lieblingswaffe, das weiß ich. Ich habe das Spiel schon ein bisschen angespielt, also das Tutorial habe ich durchgespielt dann. Habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich das Spiel hier auf YouTube bringen möchte und habe dann aufgehört. Darum weiß ich, Nagelpistole ist eine richtig nice Waffe. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Insel und sind damit mein Weg in den Komplex. 0167. Dann hier lang und weg hier. Ja, nicht sie weg hier. Loop-Kontrolle. Wenn es einen Ausschalter für diesen Albtraum gibt, wird es Zeit, ihn zu drücken. Schauen wir mal. Du bist durch eine Explosion draufgegangen. Yep, sind wir. Neue Waffen, Siegel gesammelt. Versuchst das, so leistest du noch weniger Schaden. Missionsdetails. Die Distrikte auf Black Reef verändern sich im Laufe des Tages. Hier kannst du dir die zu einer bestimmten Tageszeit entdeckten Gelegenheiten und Geheimnisse eines Distrikts ansehen. Außerdem kannst du mehr über verwundbare Visionäre erfahren, die sich ständig in dieser Gegend aufhalten. Wähle ein Ziel mit einem rautenförmigen Symbol aus, um es mit einer Markierung nachzuverfolgen. Entdeckungen. Entdeckung. Auf Black Reef gilt Wissen ist Macht. Cold erinnert sich an deine Entdeckungen auf der Insel, die hier aufgezeichnet werden. Entdeckungen sind in Tageszeiten und Distrikte unterteilt, auf die sie sich jeweils beziehen. Wähle eine beliebige Entdeckung mit einem rautenförmigen Symbol, um eine Markierung zu aktivieren, die dich zum Ort dieser Entdeckung leitet. Entdeckungen, die sich auf das Brechen des Loops oder Finden spezieller Ausrüstung beziehen, findest du im Menü Visionäre Hinweise, Arsenal Hinweise. Abdam. Charlie bleibt es. Minicom-Netzwerk. Okay. Wir müssen das nächste Mal in den Komplex. Dokumente. Hier kannst du dir gefundene Dokumente noch einmal ansehen. Notizen sind überall auf der Insel auffindbare Seiten mit Text. Kassettenabschriften enthalten Audioaufnahmen der Bewohner von Black Reef. Minicom-Protokolle erhalten viele der zwangslosen Gespräche der Äonen-Projektleiter. Äonen-Profile sind von Julianne Blake, der Archivarin des Projekts, zusammengestellte Interviews mit den Visionären. Okay. Visionärhinweise. Hinweise sind die wichtigsten Informationen auf Black Reef. Sie sind der Schlüssel, um die Visionäre zu besiegen und den Loop zu brechen. Jeder Hinweis bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deinen Gegner zu bezwingen. Holt behält die in den Hinweisen be-
erhaltenen Entdeckungen über Loops hinweg. Wähle einen Hinweis aus, um und Markierungen zu aktivieren, die dich zu deinem Ziel führen und zusätzliche Hilfestellungen der Missionswahl zu erhalten. Genau, wir müssen ins Kontrollzentrum. Ausrüstung. Holz Ausrüstungsvariante. Stelle hier deine Ausrüstungsvariante aus der gesammelten Waffentafel und Siegeln zusammen. Waffen befinden sich auf der linken, Gadgets und Tafeln auf der rechten Seite. Markiere eine Waffe oder Tafel und drücke rechte Maustaste, um mehr darüber zu erfahren oder sie mit Siegeln zu verbessern. Um eine Waffe oder Tafel zu wechseln, wähle sie aus, um zu sehen, was du sonst noch gefunden hast. Cold kann Reprise, die Machete, den Sprengwandler und sein altbewährtes Hack-Magic nicht ablegen. Wenn du zusätzliche Stile erhalten hast, kannst du Cold anklicken, um sein Erscheinungsbild zu ändern. Stile. Hier kannst du das Erscheinungsbild deines Charakters ändern. Neue Stile für Cold und Julian schaltest du in der ersten Linie frei, indem du das als Juliana deinen Jägerrang erhöhst. Mit Mausrad kannst du dir die Rückseite des ausgewählten Stils ansehen. Genau, da müssen wir dingsen. So. Du verursachst und erleidest noch weniger Schaden. Ah, weniger Schaden, aber mehr. Nee. Mach das weg. Also, wir haben die drei Waffen dabei. Das ist doch gut, meiner Meinung nach. Genau. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Deathloop wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schau gerne meinen anderen Projekten vorbei. Wir gehen in der nächsten Folge den Komplex. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.